Yo, du da vorne! Hallo? Hallo? Komm raus aus deiner Bude, Mann! Wo bist du da? Was hast du denn gemacht? Einfach so ein Dings Feuerlöscher mitgenommen. Moin. Auf die Straße direkt geschmissen. Moin, Leute. Das ist ja asozial. Moment, ich kann ganz kurz hier den Müll mal wegräumen. Hey, ich wollte auch schon immer hinten in der Limousine sitzen. Ich möchte auch mal gefahren werden. Komm, hey, bin ich hier dein Chauffeur, das? Ja, so siehst du zumindest aus. Guck, siehst du diese Pickaxe auf meiner Brust? Hä? Siehst du die? Das zeigt, dass du Survival Games Profi bist. Das zeigt, dass ich Survival Games Profi bin. Deswegen geh mal weg da. Oha. Okay, wohin? Oha, was okay, für ein... Okay, Sire, wohin wollen Sie? Boah, also ich würde gerne eigentlich einen Job ausüben, denn in der letzten Folge schon angeteasert, gibt es nämlich einen neuen Beruf, und zwar den Feuerwehrmann-Beruf, der gegenüber von der Pizza-Berufssache ist. Deswegen, Sire, bitte fahr mich dahin. Ja, fahrst einfach geradeaus und dann zur Pizza, ne? Und dann von der Pizza einfach nach links abbiegen und dann bist du direkt bei der Feuerwehrstätte und du weißt Bescheid, gell? Gell, wie ich Bescheid, und dann gehen wir da hin und dann haben wir das da. Links fahren, oh nein, ah, nicht gegen den Baum, er fährt gegen den Baum. Sir, wir haben ein Problem hier vorne. Okay, Sir, dann steige ich mal lieber aus und fliege einfach zur Feuerwehrstation. Sir, ich habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, Sir. So. Aber so ganz ruhig geblieben. Übrigens, ja. Die Leute, die übrigens immer noch versuchen, die UFO-Sache zu bekommen, guckt immer auf diese Uhr. Diese Uhr zeigt die Pizzazeit an und da muss man dann den Pizzajob annehmen, um das UFO zu bekommen, damit man eine Pizza an ein UFO ausliefert. So, das hier ist der neue Feuerwehrjob und man bemerkt schon, dass dieses Feuerwehrauto anders ist als in den letzten Folgen. Und zwar sind da jetzt so Pumpen dran. Pumpen! Tatsache. Kann man die schon halten, oder was? Yo, guck dir das an. Ich putze das Feuerwehrauto und ich putze alles in der Welt. Wow, yo. Sich da so wegschubsen mit. Guck mal, wie hoch spritzt es hoch? Yeehaw. Das ist der Wasserpistolen-Check. Das ist echt der Wasserpistolen-Check. Auf jeden Fall, wenn man die sogar loslässt, dann ziehen die sich wie so ein Staubsauger wieder dran. Ja, nice. Voll cool. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Warte mal. Oh, man kann inzwischen auch zu diese Tore. Oh, wie hast du das Ich muss hier weg. Haha, du hast es aufbekommen. Ich hab voll cool. Einsatz. Oh mein Gott, warte, wir machen gleich Einsatz. Wir schauen uns nochmal kurz hier die Station an, ob da nochmal kurz was neu gemacht wurde. Glück! Oha, es gibt mehrere. Oh, es gibt hier sogar eine Umziehstation. Okay. Dann ziehe ich mich jetzt auch direkt um. Ich ziehe mich einfach an wie so ein Pizzafahrer. Hauptsache also, rot. Als ob ich so Pizzas ausliefer, aber ich bin auch gleichzeitig so ein Dings, so ein Feuerwehrmann von der Pizza, einfach so ein Hybridarbeiter. Okay. Okay. Ich hab meine Uniform an. Meine Uniform. Perfekt, Mann. Dann haben wir ja schon mal alles ready. Okay. Man konnte hier auch übrigens, ich glaube, das ging schon immer, dass man da so hochfahren konnte. Wir müssen übrigens, wenn wir gleich losarbeiten, Lars, müssen wir sozusagen dann den Fahrstuhl hier nehmen. Und dann sozusagen das Ding runterfahren. Oh, hier oben ist auch noch ein Geschenk. Ich würde gerne so eine Stange runterrutschen, weißt du? Ja, hier ist doch die Stange. Warte, ich komme mal kurz hoch. Oh, hier ist ein Geschenk gewesen. Das hatte ich schon. Ein Geschenk. Ja, das hatte ich ja auch schon. Das war eigentlich so eine coole Sache. Okay. Firefighter. Bist du bereit, Mann? Ich lese dir kurz vor, was wir machen müssen. Wir müssen in das Auto zum Feuer fahren, danach die Hose grabben, weil Hose heißt sozusagen wie dieser Schlauch, den man dann halt verwendet zum Abspritzen vom Feuer. Mhm. Und als drittes müssen wir einfach nur das Feuer ausmachen. Eigentlich genauso, wie man es sich vorstellt. Let's go! Oh mein Gott, es geht los! Okay, 10 Feuer ausmachen. Raus. Oh mein Gott, wir müssen 10 Feuer ausmachen. Schnell, schnell, schnell. Fährst du? Ich fahr. Oh, okay, ich fahr. Moment, das ist mein Job. Okay. Oh mein Gott, fährst du jetzt gerade oder fahr ich? Du fährst. Okay, egal. Jetzt drück R. Ich drück R. Oh mein Gott, was ein Leben. R steht was ein für Leben. Sie, Ene. Okay, wir müssen 10 Feuer ausmachen, haben insgesamt nur 3 Minuten 36, so wie es im Wobbly Life schon immer war. Man hat immer extrem wenig Zeit. Oh mein Gott. Oh. Okay, wir fahren einfach. Wo müssen wir denn hin? Kannst du kurz auf der Karte einen kleinen Einblick geben? Atomkraftwerk. Dort brennt es schon wieder? Ja. Oh mein Gott, was haben die denn jetzt schon wieder gemacht im Atomkraftwerk? Aber so wie es aussieht, sind da sogar alle Feuers. Links hier, fahr einfach links hier über die Wiese. Ja. Aber das Feuerwehrauto. Noch Vollbremsung. Drehen. Das ist ein bisschen schwierig. Ah, ich hab da Feuer gesehen. Da hinten, ja, Alter, da ist Feuer! Oh mein Gott, der Job ist ja richtig wild. Okay. Schnell. Oha, die Reaktoren brennen.
Okay, ich muss da jetzt irgendwie... Oha, man kann den Zaun ja einfahren. Seit wann geht das denn? Das ist keine Ahnung. Okay, okay, okay. Grab dir, hol dir eine Hose, Lars. Ich stell mich so hin. Einer kann nach links schießen, der andere nach rechts. Bleib stehen! Let's go, let's go, let's go. Hol dir so eine Hose. Oh, wie kann man die denn jetzt nochmal graben? So? Einfach greifen. Okay. Los! Los, mein Kleiner! Das muss funktionieren! Spritz es, Lars! Ey, eins ist schon aus, eins ist schon aus. Bei mir auch. Spritze. Oha, Alter, der Schlauch geht richtig weit nach außen, Mann. Du kannst damit voll weit laufen, Lars. Okay, okay. Schnell, mach's aus! Oh mein Gott, das funktioniert okay, ich glaube, ich hab's gleich. Hey, da hinten sind auch nochmal welche. Der Schlauch ist doch nicht unendlich lang. Okay, hast du bei dir schon alles leer? Ja. Okay, ich muss das Auto weiter vorfahren, damit wir an das Feuer da hinten kommen können. Oh, Lars, pass auf, der Schlauch! Der Schlauch! Ich werd mitgerissen, oh mein Gott! Schnell! Hier, mal raus! Da brennen noch Generatoren! Schnell, mal raus! Da sind noch drei Stück, die brennen, das schaffst du. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich nehme mal den hinteren, okay? So. Komm schon. Mach das Ding aus. Guck dir das an. Was für ein Feuerwehrmann. Der okay, Feuerwehrmann. Eins, okay, noch eins. Letztes Feuer. Komm, mach's aus. Und geschafft. Ja! Oh mein Gott, wir haben ein Outfit bekommen. Wir haben ein richtiges Outfit und bekommen. Und Geld. Geld, 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 Geld. Okay. Hey, $100 für so wenig Arbeit ist eigentlich voll in Ordnung. Ja, aber ich finde, es ist schon stressig. Findest du? Ja, ich glaube, es gibt auch größere Brände. Wir müssen uns unbedingt jetzt auch gleich die Klamotten anziehen, damit wir richtige Feuerwehrmänner sind. Ich möchte noch einen Job machen. Es gibt bestimmt noch größere Brände. $50! Boom! Okay, jetzt können wir nochmal kurz zurückfahren zum... hol dir dein eigenes Ding, Supercar einfach. Dann kommen wir schnell mit dem Supercar dort an. Hui! Und dann können wir uns gleich umziehen und gleich einen neuen Job annehmen. Weil ich glaube, es gibt sogar noch größere Brände. Job. Oh, 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 da ist er. Warte, guckt ihn euch an, es ist ein Vogel, es ist ein Flugzeug. Wow. Nein, es ist Lars. Lars, der gerade absickert. Junge, bist du gerade abgesickert. Ich lebe noch. Echt, lebst du immer noch? So, ich ziehe mir jetzt endlich mal meine wohlverdiente Uniform an. Nach meinem ersten Job habe ich jetzt endlich mal meine Uniform verdient. Wo ist sie? Oha, sogar noch ein Geschenk. Oh mein Gott, Lars, ich habe ein Geschenk. Wo bin ich, Roman? Ich habe ein Geschenk. Ich habe ein Geschenk. Wow, das ist... Hä, aber du... Hä? Du bist nur gelandet. Ah, du bist auf der anderen Seite von der Brücke. Seite. Okay, ich hole dich gleich mit dem Dings einfach ab, okay? Ich lauf mit kurz. Dem... Ja, genau, lauf mal kurz her. Ich ziehe jetzt hier die richtige Feuerwehrausrüstung an und die sieht wirklich nice aus. Wirklich sehr nice. Oh, wey, yo. Das sieht wirklich nach einem echten Feuerwehrmann aus. Und da kommt Bikini Girl. Sie kommt gelaufen. Wieder hergelaufen. Juhu, hi, ich bin's. Oh, nice. Ich bin's, Bikini Girl. Sieht gut aus, oder? Schau dir das sehr, an. Sehr nice zack aus. Und zack. Ich kann so springen und sowas. Und noch mach mal ein springen. Rückwärtssalto. Juhu, warte. Wow. Oha, aber der war nicht schlecht. Aua. Da habe ich mir fast den Rücken gebrochen. So, drive to the fire, let's go. Okay, wieder 10 Feuer. Ich guck kurz, wo Oha. Das ist. Oh, der Hafen brennt. Der Hafen. Los, komm. Roman, ich habe auch ein cooles Outfit. Guck mal, wo bist du? Siehst du schnell da, an. Du siehst mich gleich. Okay, wir müssen erst losfahren zum Hafen, ne? Und dann schaue ich mir dein Outfit an. Da hast du dir das Geschenk auf den Kopf gezogen. Nee. Aber du siehst uns im Auto sitzen. Du siehst mich im Auto sitzen. Aha, du hast so ein Kontaminierungsding. Oh mein Gott, ich bin gegen dich. Ja, ich hab eine Maske an, weißt du, weil Dings, weil wir ins Feuer wegen gehen. Wegen Rauchentwicklung, ja, stimmt. Genau. Du hast recht, Mann. Voll die gute Idee eigentlich. Woo! Ja, genau, genau. Da irgendwie. Yeah! Oh, Junge, oh die mein wildesten Gott. Feuerwehrmänner der das Welt. Sind echt die wildesten Feuerwehrmänner. Ich glaube, hier müssen also, wir vielleicht. Ich hab gehört, hier treten giftige Gase aus. Oh mein es Gott. Container mal, gefunden, in denen giftige Gase austreten, deswegen habe ich die Maske an. Okay. Okay, okay, schnell, schnell, schnell. Hier raus. Let's go, let's go, let's go. Wir müssen löschen. Sag mal, können wir nicht auch irgendwie hochfahren oder sowas? Ging das ich mach rechte Seite. Zeitlang? Mach du links. Okay. Ich kann das Ding gerade nicht graben. Der. Okay, ich hab's. Okay, okay. Lösch das Ding. Okay, das Feuer ist gut. Okay, da oben, da vorne rechts ich ist komm nicht noch länger, eins. Ich komm nicht weiter dran. Ich auch nicht. Oh nein, da, wieso machst du nicht hier das rechte Feuer? Das vorne links muss man auch noch machen. Ich hab's nicht gesehen, Mann. Schnell. Okay. Einfach löschen das Ding. Okay, durch. Okay. Da vorne ich fahr ist jetzt vor. Aber noch. Bleib fahr du mal da. Vor. Ich bleib am Schlauch. Okay, okay, okay. Komm, 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 komm. Okay, perfekt. Noch ein bisschen weiter vor. Dann habe ich schon gleich. Wir können dann auch gleich nach rechts fahren. Dann können wir gleich das nächste Feuer löschen. Halt drauf. So. Treff ich? Jetzt. Und okay, geschafft. Perfekt. Wir laufen da. Weiter. Warte mal, wir können vielleicht sogar. Ja, doch. Okay, okay, okay. Schnell, schnell, schnell. Fahr außen rum oder so. Nein!
Oh mein Gott, ich kippe. Nein! Roman, Hilfe! Nein, häng dich dran! Ich komm. Ich zieh dich wieder rein. Oh mein Gott, Lars! Ich kippe! Nein! Okay. Ich glaube, wir müssen dem Ganzen ins Auge sehen. Nein, tut mir Roman, leid, mein Kumpel. Ich werde sterben, ich will nicht. Ich versuche dich doch. Ah, du zerdrückst mich. Okay, was sollen wir da machen? Was soll ich in der Situation machen? Oh nein, oh Lars. Nein! Nein, das war ja mein Auto. Zieh's wieder raus, zieh's raus. Ich zieh. Hast du dein Jetpack dabei? Zieh. Oh mein Gott, nein, ich flieg gleich runter. Lars, ich hänge an der Wand, lass das Feuerwehrauto los. Da kann ich mich immerhin noch drauf retten. Okay. Oh, warte mal, ich sitze drin. Oh mein Gott. Oh Mist. Nein. Oh mein Gott, ich bin ertrunken. Rip. Nein. Glaubst du, wir schaffen es diesmal? Ich nehme einfach einen neuen Job an. Cheese. Und dann machen wir das einfach neu. Es wird schon klappen. Wir brauchen, Mann, ich habe jetzt extra meine Exhaust-Maske an. Oha, Lars. Ich habe gerade eben den Job aufgegeben. Und wir haben trotzdem Geld dafür bekommen. Obwohl wir ihn aufgegeben haben. Jetzt ist hier kein Auto. Oh, lol, ich habe Geld gekriegt. Es kam einfach geregnet. Ja. Yeah. Das, weil ich den Job abgebrochen habe. Wir haben ja fünf Feuer gelöscht. $25. Ich habe auch $25 bekommen. Yeah, I got that $25 in my pocket, man. I'm alright, I'm doing the farming job, man. Wir könnten eigentlich einen englischen YouTube-Channel aufmachen, oder? Den Leuten wird's gefallen. Howdy, man. Howdy, man. Ich komme from Texas. Ich komme from Texas. You know, wo Texas liegt? Ich komme from Texas, wa? Komm, einmal müssen wir es noch schaffen. Let's Guck mal, mir ist aufgefallen. Let's go. Jetzt fahr du einfach. Fahr du. Ich sag dir, wo du hinfahren musst. Ey, du musst zum Strand fahren, der Strand brennt. Rechts. Über die Brücke. Ja. Der Strand brennt. Hat man das gehört? Nein, oder? Doch, man hat schon richtig gehört, wie deine Bazillen vom Niesen so geflogen sind. Aber ich trage ja eine Maske, gar kein Problem. Ja, stimmt. Geh mir aus dem Weg. Trage eine Maske während dem Aufnehmen. Das ist ja so unnütz eigentlich. Okay, fahr rechts. Einfach Richtung Feuer fahren. Aber nicht durch die Nachbarschaft, nimm die Straße. Ah ja, perfekt. Rechts hier. Oh mein Mann, Gott, was? Was ist denn mit dem los? Alter, der hat ja gerade einen Turbo-Drift hingelegt. Woher kam der denn? Hä? Rechts runter. Ja, fahr da rechts runter. Mach. Das Feuer. Da brennt doch alles. Nein! Lol, die haben einfach... Diese Rowdies haben da einfach diese Feuer. Die Hippies! Die haben da Lagerfeuer angemacht. Schnell, Mann! Das müssen wir löschen. Brems. Okay. Junge, Let's der Typ go. Ist wahnsinnig geworden. Der fährt uns hinterher. Alter, warum? Der ist einfach böse geworden. Ich klau jetzt ihm sein Auto. So, ja, Mann, hau den mal kaputt so. Mann! So. Okay, dann das hier löschen. Okay, Nummer 1. Hab's. Okay. Dann Nummer 2. Löscht das Ding. Okay, ich hab Nummer 2 gelöscht. Und da das letzte noch. Okay. Okay, jetzt lass vorfahren. Vollkontakt, wir fahren. Okay. Ich klau mir das Auto von dem Typen. Ja, nimm das Auto von dem Typen einfach. Wir fahren weiter vorwärts. Let's go. Das sind die letzten 6 Stück hier noch. Die 2 hier. Let's go, Mann. Junge, das Auto brennt einfach. Komm schon. Nice. Es brennt echt das Auto. Oh mein Gott, schnell, lösch es. Okay, ist auch... Ich glaube, die sind Dings leer. Wir fahren weiter. Okay, ich bin dabei. Vollkontakt, Lars. Okay. Wir fahren. Oh, das sind die letzten 4, glaube ich. Das sind die letzten vier? Ich mache die 2 vorderen und die 2 hinteren, okay? Okay, ich probier's. Okay, let's go. Wir schaffen das. Das ist jetzt ein easy Job diesmal. Zack, easy going. Und dann der hier auch nochmal. Zack und easy going. Hast du deinen auch? Ja. Okay. Jetzt. Yeah! Oh, nice. Das sind die 50 Bucks, man. Und wir haben sogar das Auto direkt am Start. Hinter dem Dings. 25 Bucks, man. That's going on. Ah, nee, der ist hier vorne, ne? Der. Ah ja, stimmt. Der Transporter. Wie fandest du den Job, Lars? Was ist deine Einschätzung dazu? Ja, übel. Ist echt ein guter Job, gell? Also ich würde sogar sagen, mit Pizza mit einer der besten. Ich würde auch sagen, dass der schon am meisten Spaß macht und das Geld ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Und dementsprechend können wir diesen Job nur empfehlen. Meine werten Damen und Herren, das war Feuerwehrjob mit Lars. Das war Feuerwehrmann Sam mit Roman. Feuerwehrmann Sam mit Roman und Lars. Aber leider ohne Sam. Okay. Oh, Alter, da ist der Geldsack rausgeflogen. Pass auf die 50 Bucks, man. You got that 50 Bucks, man. Jetzt bist du einfach ohnmächtig geworden, weil da so viel Geld bei dir liegt. Okay, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war Wobblies Live. Es gibt auf jeden Fall weitere Folgen, viele neue Updates. Falls ihr Secrets kennt, schreibt die rein in die Kommentare. Wir sehen uns wieder. Haut rein, Leute. Tschüssi, Gidekowski. Aua. Ciao.